Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar, zum Auftakt am Montag, 10. August, 9:30 Uhr. Wir wollen uns, nachdem wir uns ja bereits am Freitag den Goldpreis angeschaut haben, hier heute nochmals der Situation hingeben, denn der Goldpreis zeigt sich wieder im Bereich des Widerstandslevels, welches wir am Freitag schon auserkoren haben. Und genau dieses Niveau ist es, was wir uns jetzt nochmal speziell anschauen wollen, um die Tagestendenzen auszuloten. Der Goldpreis hier. Nochmal vorab in der Stundenbeschau und da sehen wir hier dieses Widerstandslevel. Ich stauche den Chart mal direkt zusammen. Hier im Bereich 1098, 25, 1098,50. Dieses Horizontallevel. Der Goldpreis scheiterte zumeist bis hier auf den 29.07. in der Früh hier per Stundenschlusspreis klar drüber zu schließen. Letztlich blieben hier jedes Mal Anschlusskäufe aus und insofern hat sich hier ein ganz, ganz klarer Widerstand etabliert, der dann auch am vergangenen Freitag hier am Nachmittagshandel seine Bestätigung fand. Und genau an diesem Level notieren wir jetzt wieder. Der Goldpreis aktuell noch nicht mal 9 Dollar gelaufen, unmittelbar vorm Vortages-/Vorwochenhoch. Also hier eine ganz, ganz interessante Ausgangsbasis, die den Goldpreis hier durchaus ein Stück weit antreiben könnte, sofern es denn hier einen Ausbruch gibt. Am vergangenen Freitag war diese Momentumkerze hier schon im vorbörslichen Handel, in Anführungszeichen, hier zur European Session zu sehen. Vorbörslicher Handel ist ja relativ beim Goldpreis. Letztlich hier der Versuch, ein Pullback einzufangen, erfüllte sich nicht in voller Gänze, denn der Goldpreis hätte hier an diesem Unterstützungslevel um 1092,75 etwa halten sollen. 1092,50 hat er aber nicht. Sie sehen es hier. Es ging direkt während des Vormittagshandels weiter gen Süden und dann hier diese Price Action zu den Non-Farm Payrolls zum US-Arbeitsmarktbericht führte dann sogar hier zur kurzfristigen Unterschreitung dieser Aufwärtstrendlinie. Dies war allerdings nicht von nachhaltiger Natur, denn Sie sehen, die darauffolgende Stundenkerze war hier in Form eines bullischen Graphings. Diese schwache Kerze wurde somit komplett relativiert und hat sich hier insofern dann sogar als Startkerze herausgestellt, um dann letztlich tatsächlich hier das Widerstandslevel 1098,50, 1098,25 anzugreifen. Da war dann aber auch Schluss mit lustig. Der Goldpreis hier dann am Limit seiner Range hat sich am Freitag dann auch schon stolze 25 Dollar bewegt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr annehmlich für den Goldpreis. Und insofern hat er da alles das getan, was er tun sollte, rein von der Range her. Und insofern darf man dann hier auch mal ein Verschnaufpäuschen dem Goldpreis gönnen, der, oder besser gesagt, das dann vielmehr hier zu einer Bewegung bis zum Niveau von 1092,50 wieder führte. Hier in der Asia-Session heute Morgen dann kein größerer Verkaufsdruck. Wenngleich hier das keine 25-Dollar-Range war am Freitag. Wohl bemerkt, das war ein kleiner Datenbug. Aber auf jeden Fall eine Overrange-Day, ein starker Day, eben wegen den Non-Farm-Payrolls. Aber zurück zum Eigentlichen, denn wir haben hier in der Asia-Range jetzt die Situation, dass der Markt nicht weiter nach unten abverkauft wurde, sich vielmehr hier wieder stabilisiert und jetzt eben an diesem Widerstandslevel notiert. Wir sehen vom RSI, wir haben ein Stück weit Luft nach oben. Dazu muss der Goldpreis aber jetzt nach oben raus. Es wäre der Fall, wenn wir hier das Hoch vom Freitag 16 Uhr 1099,62 überwinden. Wir haben es dann auch natürlich direkt mit der Marke von 1100 zu tun. Das ist ein Triggerlevel. Insofern Obacht geben sollte der Goldpreis heute über 1100 rausgehen, ist es relativ wahrscheinlich, dass wir hier nochmal 5 Dollar drauflegen, gegebenenfalls sogar noch ein Stück mehr, um hier dann im Sinne eines Overrange Day nach oben zu ziehen, kann ich mir jetzt aber so nicht vorstellen. Insofern ist das wahrscheinlichste Szenario, wenn wir denn ausbrechen, das ist die Grundvoraussetzung, erstmal diese Bewegung, um dann im Nachgang gegebenenfalls noch einen Impuls nach oben zu erleben, der heute oder morgen erfolgen könnte. Das hier dann aber alles erst korrektiv im großen Bild, was dann hier in Richtung 1110 führen könnte. Wohl bemerkt, wenn der Goldpreis rauskommt, schafft das nämlich nicht. Dann wäre hier definitiv nochmal mit einem Pullback in Richtung 1092 zu rechnen. Jeder Bär kann das hier auf jeden Fall handeln, um dann gegebenenfalls sogar nochmal ein Stück weit tiefer hier in Richtung 1090, 1088 zurückzufallen. Hier in dieser Zone dieser Aufwärtstrendlinie, die ja wie gesagt am Freitag nur einen kleinen Spike nach unten erlebt hat, aber dann eben relativiert wurde. Insofern die Trendlinie weiter mit Relevanz gesegnet. Und das sind im Prinzip die Optionen, die der Goldpreis heute hier hat, vom Wochentag her selbst. Haben wir mit 37% positiver Schlusspreise einen sehr, sehr negativen Tag. Da hat der Goldpreis aber generell mit zu kämpfen. Freitag der einzigste Tag, wo es denn mal
leicht Positives im Sinne einer Pattsituation, aber auch hier nicht wirklich bullisch. Also der Goldpreis unverändert negativ unterwegs. Einzig das Overall, also die übergeordnete langjährige Perspektive am Freitag generell positiv mit 58%. Das ist eine Hausnummer, aber das kurzfristige Bild ist hier sichtlich angeschlagen und das ist natürlich eine Geschichte, die den Goldpreis definitiv belastet. Aber das waren mal die stundenrelevanten Marken. Wir gehen jetzt nochmal in den Tagesschart. Da haben wir dieselbe Situation wie Freitag letztlich. Der Markt versucht sich hier zu konsolidieren auf tiefem Niveau. Im Ausdehnungsfall sehen wir hier, das haben wir im Stundenchart schon gesehen, eine Bewegung in Richtung 1110 Dollar. Ob es dazu kommt, ist die große Frage. Rein technisch hätte der Goldpreis das Potenzial, hier in diesen kleinen Kreuzwiderstand reinzulaufen. Dazu muss es aber natürlich ansteigende Preise geben und dann dort ist, wie gesagt, das Risiko als erhöht anzusehen, dass der Markt wieder nach unten wegkippt. Gut, ganz kurzer Blick nochmal auf den Rainbow Chart. Der zeigt hier nämlich dahingehend interessante Konstellation aufgrund der jüngsten Erholungsimpulse hier im 15 bullisch ausgerichtet. Das heißt, Rücksetzer könnte man heute Intraday kaufen, wie wir ihn auch hier gerade sehen, im 5-Minuten-Chart. Goldpreis kommt hier gerade zurück, kurz vor dem Vortageshoch, kurz vor dem Vorwochenhoch. Hier im Stundenchart haben wir den Rainbow, der hier sich an einem positiven Spin versucht. Also hier die kleinen Timeframes sind schon bullish, der H1 wirkt bullish, dazu aber erst richtig bullish, wenn es eben über 1100 rausgeht. Wenn das nicht gelingt, dann bleiben wir hier wohl oder übel in der Spanne oder in der Situation, dass der Goldpreis hier zwischen 1000 98, 1092, irgendwo sich dann jetzt hier einpendelt. Wir gehen aber jetzt mal hier nochmal in den 15-Minuten-Chart, der wie gesagt jetzt einen positiven Spin erhalten hat. Da sehen wir eben noch ein Stück weit deutlicher, dass wir gerade in die Asia-Range wieder eintauchen. Und wenn wir jetzt hier den Bereich 1092 nochmal ansteuern, ja, das ist auch heute das Pivot-Level. Da haben wir auch hier unten die trägeren Rainbow-kleidenden Durchschnitten. Und hier auch das Opening Price Level 1092,48. Hier muss der Preis dann spätestens drehen, um gegebenenfalls einen Aufstieg zu erfahren. Von der Average True Range 1102,25 möglich nach oben, wenn der Markt nach unten durchbricht und hier praktisch ein neues Tagestief macht unter 1089,72, dann sollte man mit Abgaben bis 1086 bzw. vielmehr sogar noch bis zum Tief vom Freitag rechnen. Das wäre mal hier die Einschätzung zum Goldpreis. Wie gesagt, ganz spannend, definitiv gerade vor der Marke von 1100 Punkten. Mal im Auge behalten, ob da heute am Montag was passiert. Die Volatilität hier am Montag für den Goldpreis ja durchaus gegeben. Anders als beim FX-Markt manchmal, der jeder am Montag mehr oder weniger einen Tag hat, um sich zu orientieren. Goldpreis, wie gesagt, rein stimmungstechnisch doch ganz interessant. Warten wir mal ab, ob es jetzt auch hierfür reicht, um nochmal neue Verlaufshochs zu machen. Ich sage erstmal danke für das Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder zum JFD-Devisenradar und natürlich später zum JFD-Live-Trading-TV. Und dann schauen wir natürlich auf den DAX. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.